Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar heute hätte ich mal etwas vorbereitet. Und zwar für die Leute, die aus Steinheim-Westfalen kommen, wie ich zum Beispiel, habe ein kleines Rätsel für euch vorbereitet. Also schaut auf Facebook vorbei und auf meinem YouTube-Kanal sowie auch auf TikTok. Also, es geht um ein erfundenes Spiel. Ich habe es erfunden. Und das heißt Kindheitsrätsel. Und zwar geht es dort um aktuelle Hinweise und dazu führt es auch zu einem Abenteuer, was ich erlebt habe, was ich durchmachen musste, warum ich so geworden bin, wie ich heute bin und so weiter. Ne? Also es kommen Informationen über mich an die neue Person und von dort aus auch weitergegeben. Also es ist ein Traditionsspiel und dort werden Hinweise schriftlich gegeben. Ich habe extra etwas vorbereitet. Dort lege ich den Zettel hin, wenn ich den Zettel geschrieben habe. Und anschließend werde ich Hinweise darauf geben. Das ist ja wieder. Und ja, es gibt auch den blauen Sack. Und in dem blauen Sack. Ohne Moment. So, sind Hinweise gegeben. Und zwar hat es damit zu tun, ich weiß nicht, ob ich das hier mal zeigen kann. 1, 9, 4, 5 und darunter ein Symbol von früher. Darf ich jetzt nicht zeigen. Aber davor sind so kleine Hinweise drin, die verstehen. Wie ich geworden bin, warum ich so geworden bin und was ich erlebt habe. Und dazu habe ich hier auch einen kleinen Holzschlüssel zur Hilfe. Der soll mit zu verstehen gehen. Also das sind alles Hinweise. Und ich würde es auf jeden Fall für die Leute, die aus Steinheim-Westfalen kommen, so wie ich zum Beispiel, würde ich das mal hier nachmachen. Das macht wirklich Spaß. Und man lernt auch dazu. Und darum geht es. Fangen wir es einfach mal an. Da, wo die Sonne aufgeht, wo die Sonne ihre Kraft äußerlich steht, die ganze Kraft entgeht. Dort lernt man immer dazu. Dort ist das eine Kraft. Und euer Raum. Dort stehen Gebäude. Stellt man sich vor die Schule und schaut in Richtung etwas übers Gebäude Richtung Himmel. So, da wo die Sonne aufgeht, weiter geht's. Wo die Sonne ihre Kraft äußerlich steht, also wenn sie dann am Himmel steht und ganze Kraft entlädt. Das heißt, die Sonnenstrahlen zeigen nach hinten sowie auch nach vorne, also einmal komplett rum. Nur, man muss genau schauen, in welche Richtung. Dort lernt man immer dazu, also sollte man zumindest. Dort ist es mal kalt und mal warm. Aber dazu kann ich einen kleinen Tipp geben, das ist leider geschlossen, das Gebäude. Das bedeutet, man kann da nicht mehr rein, aber man kann sich das von außen ansehen. Dort ist es mal kalt und mal warm. Dort stehen Gebäude in Richtung Innenstadt. Und das bedeutet das Tippico, also das ehemals Tippico. Und an dem Tippico war ja oben Kick und da ist ja ein riesen Parkplatz. Und da ist auch eine Tiefgarage, darauf deutet das hin. Dort ist es mal warm und mal kalt.
Weitere Hinweise findet ihr im nächsten Video. Also, passt auf und hört immer gut zu.